Die Bundesregierung erwägt, mit entsprechenden Gesetzen gegen die Korruption von Ärzten vorzugehen. Bundesgesundheitsminister Bahr sagte in der Ruhr, in den Ruhr-Nachrichten derzeit würden Erfahrungen von Ärzten und Kassen mit bestehenden Regelungen geprüft. Zuvor hatte bereits Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger gesetzliche Maßnahmen erwogen. In den vergangenen Jahren wurden nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mehr als 500 Ärzte wegen Bestechlichkeit nach dem Berufsrecht bestraft.